Herzlich willkommen zu einem neuen Basic Tutorial zu Magic the Gathering Pro X6. Dieses Tutorial ist auch gleich verfügbar für alle anderen Magic the Gathering Versionen. Also ihr braucht nicht unbedingt Pro X6, um dieses Tutorial meistern zu können, da der Aufbau der Programme relativ gleich ist. Mehr dazu später. Warum mache ich das ganze Tutorial? Ganz einfach. Ich werde des Öfteren immer gefragt, welche Videoschnittprogramme ich denn verwende für meine Videos. Das hier ist eben eins davon. Und zum anderen kommt dann gleich die Frage mit, wie denn die Programme funktionieren, weil die sind zum Teil nicht ganz so einfach von der Bedienung. Magic the Gathering ist aber einfach von der Bedienung, hat dementsprechend aber manchmal nur ein paar tiefere Einstellungsmöglichkeiten, die einem Anfänger einfach nicht so gleich in den Sinn kommen, dass das da doch funktionieren könnte. Deswegen mache ich hier einfach ein kleines Basic Tutorial Video für euch und zeige hier in diesem Video, was ihr eben so ein bisschen drauf haben müsst, um mit dem Programm eure eigenen Videos schnell, sauber und ordentlich erstellen zu können. Hier in dem Tutorial zeige ich euch eben, wie ihr Videos reinfügt, wie ihr sie schneiden könnt, wie ihr Effekte eventuell draufbinden könnt, wie ihr Text einblenden könnt und wie ihr diese später als verwendbares Video für Videoplattformen wie zum Beispiel YouTube exportieren könnt und dementsprechend ein stinknormales Video draus machen könnt. Fangen wir also erst einmal an mit der Einführung des Programms und mit der Anlegung eines neuen Projektes. Legen wir also erstmal unser neues Projekt an. Dazu begrüßt uns so ein hübsches, nettes Fenster bei jedem neuen Start des Programms. Solltet ihr Magic Video sowieso gerade neu installiert haben, kommt das sowieso. Sollte es nicht kommen, drückt einfach einmal hier oben auf das Papier und macht euch ein neues Projekt, dann sollte es im Normalfall kommen. Also, hier haben wir jetzt die Auswahlmöglichkeit, ob wir ein bestehendes Projekt laden möchten oder gleich mal ein Einführungsvideo anzusehen. Würde ich euch aber nicht empfehlen, weil ich habe es mir angeguckt. Da ist wirklich so viel Inhalt, wie wenn ihr jetzt euch ein Stück nasses Toastbrot anguckt. Mir hat es nämlich wirklich nicht wirklich weitergeholfen. Ich habe mir den ganzen Kack hier selber beigebracht, weil die Einführungsvideos einfach nicht so gut sind. Da lernt ihr hier auch aus meinem Tutorial mehr davon, als das anzugucken. Ohne jetzt da mal zu achten, dass ich jetzt hier Eigenwerbung und Eigenlob auf meine Videos mache. Ist einfach so. Also, wir möchten ein neues Projekt anlegen. Dazu legen wir hier erstmal einen Projekttitel fest. Dieser ist standardgemäß das aktuelle Datum. Wir möchten aber einen eigenen Titel anlegen, um das später besser auch finden zu können. Sagen wir einfach mal, das Ganze heißt Tutorial. So. Darunter haben wir noch die Auswahlmöglichkeit, wo die Projektdaten gespeichert werden sollen. Das sind allerdings dann von einem Speichervorgang her nur wirklich Projektdaten. Die sind etwa bis zu einem Megabyte groß, je nachdem wie viel Effekte, wie viel Videomaterial ihr da in das Video reinzieht. Aber wirklich groß werden die nicht, deshalb ist es egal, wo er die speichert. Mein Tipp wäre von daher aus, speichert das Ganze an einem zentralen Ort, wo ihr eure kompletten Videoprojektdaten habt, sowie Bilder und Musik. Ich lege mir beispielsweise immer extra ein Schnittlaufwerk im System an, wo komplett alle Videos, die ich schneiden möchte, reinkommen mit sämtlichen Bildern und Musikdaten und Audiospuren sowie eben den Projektdaten zum Programm. Ist einfach sauberer von der Aufteilung her und wenn man mal einen Umzug auf ein anderes System macht, kommt das Programm damit besser klar. Ihr könnt also den Pfad ändern, indem wir hier auf das Ordnersymbol klicken oder wir lassen es ganz einfach so, wie es ist. Darunter haben wir die Filmeinstellungen. Dies sind nicht die endgültigen Einstellungen des Videos, so wie wir es nachher exportieren lassen wollen können. Dies sind nur Vorlageeinstellungen, nachdem sich das Programm richten soll, was ihr denn dementsprechend für ein Video machen möchtet. Das geht von den normalen SD-Auflösungen zu HD, zu Full HD bis hin zu 4K. Je nachdem mit unterschiedlichen FPS-Raten. Für normale Online-Videos nehmen wir beispielsweise hier einfach mal die stinknormale Vorlage 60 FPS auf einer normalen Full-HD-Auflösung.
wählen wir das an. Dann haben wir keine Probleme. Nun weiß das Programm, wir möchten gerne ein 16:9 Format in einem eventuell Endauflösung von 1029x1080 auf 60 FPS. Dementsprechend merkt sich das Programm das und gibt uns nachher auch Hilfestellungen. Für die Audio Sampling Rate können wir das Ganze auf 48 kHz belassen, also 48.000. Ihr könnt es auch runterdrehen auf 44.100. Nur weiter runter würde ich auf keinen Fall gehen. Sonst hört sich das Ganze so an, als würdet ihr in eine Blechdose reden. Und das hört sich relativ scheiße an. Kommt auch dementsprechend darauf an, was für Audiomaterial ihr nachher am Ende habt. Aber ich würde euch auf jeden Fall ans Herz legen, nehmt das oberste 48.000. Nun haben wir noch die Möglichkeit, ob wir eine Filmvorlage verwenden möchten. Das setzt das hier oben außer Kraft, deshalb lassen wir das nicht. Wir haben auch noch die Möglichkeit, welchen Bearbeitungsmodus wir möchten. Hier empfehle ich euch mal den Standardmodus. Ihr könnt zwar auch auf den Basismodus wechseln, der ist aber wirklich so abgespeckt, dass ihr die meisten Funktionen dann nicht mehr hinbekommt. Und dementsprechend lassen wir es auf Standard. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, ob ihr dieses Fenster weiterhin bei jedem Programmstart angezeigt bekommen wollt oder nicht. Ich würde es auf jeden Fall so lassen, denn ich finde es von hier aus gleich ein Projekt laden lassen weitaus bequemer, als nochmal rumzuklicken und ein Projekt manuell laden zu lassen. Also klicken wir auf OK und dementsprechend wird unser neues Projekt angelegt. Nun beginnen wir mit einer Rundtour durch das Programm. Und am Anfang habe ich schon gesagt, es spielt keine Rolle, mit welchem Programm ihr arbeitet, also mit welcher Programmversion von Magix Video. Denn eigentlich alle Versionen sind etwa gleich aufgebaut. Alle Grundfunktionen stecken irgendwo immer in denselben Unterordner und sind irgendwie immer gleich erreichbar. Das ist das Schöne an Magix. Das ist wirklich nicht viel an dem Grundgerüst ändern, als nur bessere und mehr Zusatzfunktionen reinzubauen. Daher ist es egal, ob ihr jetzt auch eine Pro X Version habt oder auf ein normales Magix Video Deluxe zurückgreift oder eine Home Version oder so. Ihr habt eigentlich immer die normalen Grundfunktionen. Die sehen vielleicht ab und zu ein bisschen anders aus, tun aber genau dasselbe. Zweitens kommt es auch dazu, dass das Design hier jetzt grau aussieht, also so ein dunkelgrau. Bei euch könnte es eventuell weiß sein für die Home-Version oder hellgrau oder so. Spielt wirklich keine Rolle, es ist immer da, immer am selben Ort zu finden. Legen wir also los mit einer kleinen Rundtour durch das Programm, so wie wir es jetzt sehen. Fangen wir dazu wieder von links oben an. Wir haben hier unsere kleinen Icons wie ein neues Projekt. Da kommen wir zu dem kleinen Fenster, das wir gerade hatten. Projekt öffnen, speichern, zurück, vorwärts, Datei, bearbeiten, Effekte, Fenster, Hilfe. Gleich mal von vorne weg. Das Programm hat ab und zu mal die Zuneigung, des Öfteren abzuschmieren, je nachdem, was wir für Videodateien haben und welchen Codec dahinter steckt. Deshalb meine Empfehlung, drückt oft genug mal auf Speichern, dass das Projekt auf jeden Fall sicher auf eurer Platte ist. Mir ist es schon des Öfteren passiert, dass das Programm einfach abschmiert und dementsprechend mein komplettes Projekt im Arsch war und ich es nicht mehr zurücksetzen konnte. Das Programm legt zwar ein paar automatische Speicherpunkte an und es lässt sich dann zum Teil auch wieder zurücksetzen, funktioniert aber nicht immer perfekt. Deswegen speichert oft genug ab. Bei Datei sowie Bearbeiten, Effekte, Fenster und Hilfe bekommt ihr jeweils wieder eine hübsche Liste angezeigt mit vielen Einstellungsmöglichkeiten und Effekten und was weiß ich, was das Programm alles so liefert. Hierüber müsst ihr eigentlich wenig arbeiten. Alle Sachen, die ihr benötigt an Basic-Grundkenntnissen, die zeige ich euch auf einem weit einfacheren Weg, als hier irgendwas rauszusuchen. Darum, hier oben habt ihr eigentlich wenig zu tun, außer Vor- und Zurück-Button und nachher das Video in ein verwendbares Format umzuwandeln. Darunter haben wir hier zwei schwarze Kästen mit jeweils dem Bedienpanel drunter. Nein, das ist keine 3D-Ansicht, wie man sich eventuell vielleicht so denken könnte auf den ersten Blick. Eventuell könnte in eurer Magix-Video-Version ein Fenster davon auch fehlen. Das ist in der X-Version dementsprechend so.
Wir haben hier zum einen ein Vorschaufenster zum aktuellen Film, was wir auch sehen, dass hier oben jetzt unser Filmname in Klammer Tutorial steht. Alles, was hier drin angezeigt wird, ist unser Inhalt, den wir nachher unten in die Timeline hineinziehen können. Wird auch nachher dann so angezeigt, wie unser Video am Ende ausschaut. Rechts daneben haben wir den Kasten, der nennt sich Quelle. Hier drin können wir Medien, also Videos, Bilder, Musik und sonstige Dateien anzeigen lassen, ohne diese in unser Projekt hineinziehen zu müssen. Also wenn wir beispielsweise auf der Suche nach einem bestimmten Videoclip sind, können wir hier in den Vorschau abspielen lassen, anstatt die Datei in unser Projekt reinzuziehen zu müssen und dementsprechend die Datei erstmal anpassen zu müssen, um zu sehen, wonach wir eigentlich suchen. Was auch hier dabei ist, der Aufnahme-Button. Hierüber können wir dann später, falls wir das noch benötigen, Dinge aufnehmen. Nun haben wir hier zur rechten Seite noch einen hübschen Kasten. Dieser könnte eventuell bei euch anders aussehen. Liegt einfach daran, dass ich hier auf dieses hübsche Icon geklickt habe, und zwar Verzeichnis Baumanzeige. Das sorgt einfach dafür, dass das Ganze hier wie normal mein normaler Computer Explorer aussieht. Dementsprechend ich die Dateien, die ich benötige, viel schöner und schneller finden kann als auf der anderen Anzeige. Würde ich zumindest jedem empfehlen, der schnell und einfach damit arbeiten möchte. Zusätzlich haben wir hier oben in der Tab-Leiste noch verschiedene Blendeneffekte, Titel sowie die Videoeffekte, die wir anwenden können auf die verschiedenen Videodateien. Darauf kommen wir später zurück. Unten haben wir noch einen hübschen großer grauer Kasten. Das ist unsere Timeline, wer sich es nicht schon denken konnte. Und hier spielt sich eigentlich das meiste, was wir nachher tun, ab. Wir haben hier die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Icons hin und her zu gehen. Wir haben auch eine Szenenübersicht, normaler Timeline-Modus. Oder wer mehrere Kameras verwendet hat, den Multicam-Modus. Könnt ihr euch jeweils durchklicken. Auf jeden Fall endet ihr später hier wieder auf dem normalen Timeline-Modus. Wir haben hier auch die Auswahl, wie wir den Mauszeiger nutzen möchten, sowie Schnitt- und Titeleffekte und Marker und Zusammenfügen an Ketten und so weiter. Diese Funktionen lernen wir später noch kennen. Zur rechten Seite haben wir noch den Ausschlagsbalken von unserer Audiospur sowie komplett Audio muten und einen Mixer. Hier drunter befindet sich unsere komplette Timeline mit allen Timeline-Linien, die wir bei Projektstart angelegt haben. Also wenn wir Benutzer definiert angewählt haben, können wir auswählen, wie viele Timeline-Linien wir denn möchten. Standardgemäß sind hier 32 eingestellt. Es geht was über 100 Linien. Aber ihr braucht eigentlich wirklich nie mehr zwischen 3 und 10. Das habe ich jetzt nach jahrelanger Makix-Benutzung mal herausgefunden, dass man mehr nie braucht. Wer mal mehr braucht, okay, aber der hat dann dementsprechend ein aufwendiges Video mal gemacht. Wir haben hier eben unsere Zeitangabe, wo wir sind, unsere verschiedenen Linienangaben, die sind jetzt alle ausgegraut, weil dementsprechend noch kein Medium vorhanden ist. Wir haben hier unsere Scroll-Einheit, hier rechts unten haben wir dementsprechend die Zoom-Einheit zum Reinzoomen der verschiedenen Linien. Wenn wir reinzoomen, seht ihr auch, die Linien gehen so ein bisschen auseinander. Und wenn wir wieder rauszoomen, gehen die zusammen. Wir können dementsprechend mehrere Timeline-Linien anzeigen lassen. Das Ganze funktioniert auch dann mit der Zeit, da können wir reinzoomen und rauszoomen. Seht ihr jetzt dementsprechend nur schlecht, weil kein Medium vorhanden ist. Wer der Aufbau des ganzen Ding hier nicht gefällt oder mehrere Monitore hat, was sehr vorteilhaft ist für das Programm, der kann das Ganze auch anpassen. Denn die Fenster sind hier nicht vorgegeben, die können wir nämlich frei hier rausziehen und platzieren. Dementsprechend, wer einen zweiten Monitor hat, der kann zum Beispiel das Vorschaufenster vom Video auf den zweiten Monitor ziehen und hat dementsprechend ein größeres Vorschaubild als hier in dem kleinen Fenster. Ich habe es einfach nur für den Tutorial-Zweck hier jetzt einmal so ein bisschen wieder zusammengebaut, wie es eigentlich Standard ist. Ich selbst habe es nämlich tatsächlich auf meinem zweiten Monitor, dass ich einfach genauer sehe, was ich tue. Nun legen wir eigentlich einfach mal kurz los mit der Einstellung noch vom Programm her. In Magix Video können wir die Performance ein wenig verbessern, wenn wir das Programm auf euer System noch ein bisschen anpassen. Das geht zum Beispiel in anderen Videobearbeitungsprogrammen nicht ganz so gut. Deswegen gehen wir mal auf Datei, gehen in die Einstellungen und gehen mal auf Programm.
Hier haben wir noch die Einstellungsmöglichkeit wie Treiberauswahl für Audio und die Autoscroll während des Abspielens und so weiter und so fort. Bei Video können wir ebenfalls auch auswählen, mit welchen Treibern das ganze Ding hier ein bisschen funktionieren soll. Als auch hier unten bei Sonstiges, zum Beispiel die Haken setzen für Speichern für Bitmaps in den anderen Prozessen auslagern. Vor allem auch die GPU-Beschleunigung aktivieren für Standardblenden und automatische Interlace-Verarbeitung aktivieren. Dies gibt euch einen Performance-Schub, vor allem die GPU-Unterstützung, und lässt das Programm etwas flüssiger laufen. Bei System haben wir noch ein paar Zusatzinformationen, die wir so ein bisschen einstellen können. Wir können auch die Input-Formate festlegen, was wir da so ein bisschen alles haben wollen. Und bei den Anzeigeeinstellungen haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Grafikkarten auszuwählen, falls wir diese haben. Diese ist auch für alle Laptop-Nutzer gut, da sie hier die integrierte Grafikeinheit des Prozessors auch umgehen können und dementsprechend mehr Performance wieder aus dem armen Stück herausquetschen können, um dementsprechend eine flüssige Videobearbeitung zu ermöglichen. Ich habe hier zwei Grafikkarten drin, das werden hier beide angezeigt. Wir haben hier auch den Videomodus zur Auswahl. Also hier haben wir die Auswahl, ob wir Kompatibilitätsmodus haben möchten, ob wir einen Direct 3D-Modus haben möchten mit Hardwarebeschleunigung, was ich euch empfehlen werde. Sag ich mal so, im Moment läuft das Programm etwas flüssiger. Und ein Alternativ 2-Modus, falls es einfach bei euch nicht laufen möchte und nur ruckelt oder so. Da könnt ihr ein bisschen durchprobieren. Ihr könnt auch hier den Haken setzen für immer DirectX 9 verwenden, wer das möchte. Wenn ihr das Ganze habt, drückt auf OK. Dementsprechend wird es übernommen. Und dann können wir nun mit unserem ersten Video einmal beginnen. Dazu brauchen wir jetzt Videodateien. Diese können wir hier aus unserem Dateibrowser einfach in unser neues Projekt hineinziehen. Dazu wählen wir hier ein Video an, kriegen hier, wenn wir in die Timeline reinfahren, so ein grauer Balken angezeigt. Das ist dann unser Video, wo es runterfällt. Wir setzen das Ganze hier auf den Anfangspunkt hin und lassen einfach los. Nun bekommen wir hier so ein Infofenster noch angezeigt. Dies beinhaltet einfach die Information, dass die Auflösung von dem Video oder Bild nicht übereinstimmt mit den Vorlageeinstellungen, die wir gerade festgelegt haben. Es liegt einfach daran, dass die entweder zum Teil die FPS nicht stimmt vom Video oder die einfache Auflösung des Videos nicht stimmt. Hier aber mein Tipp, drückt nicht auf Anpassen. Zum Teil passieren hier nämlich merkwürdige Dinge. Wie das Bild wird komplett verzogen, er versucht das Video anzupassen, was er nicht soll, weil das Video schon angepasst ist, oder weil er einfach komplett die falschen Daten erkennt. Hier auch der Fall. Das Video hat zwar eine Auflösung von 2560x1440, läuft aber mit 60 FPS anstatt mit 30. Und wir haben hier auch eine 60 FPS Einstellung. Deswegen mein Tipp, auf jeden Fall mal hier auf nicht anpassen klicken. Sollte das Bildformat am Ende nicht stimmen, passen wir das hier im Tutorial manuell an, dass es stimmt. So, ihr habt gesehen, er hat momentan, solange ich noch geredet habe, hier die kleinen Vorschau-Frames geladen. Dazu hat auch hier unten dieser kleine viereckige Kreis-Bobble-Dingsbums so ein bisschen nach und nach aufgeleuchtet. Wenn ihr jetzt neue Medien reinzieht, dann seht ihr automatisch, dass hier unten immer etwas arbeitet. Soweit das hier unten tätig ist, versucht das Programm momentan noch irgendwas zu bearbeiten und vor allem sich darauf vorzubereiten, jetzt dieses Medium bearbeiten zu möchten, wollen, tun. Mein Tipp ist, solange das Ding hier unten leuchtet, lasst das Programm arbeiten. Macht man momentan nichts dran. Sorgt auch dafür, dass das Programm dementsprechend stabil läuft. Wenn ihr jetzt sofort mit der Bearbeitung beginnt und er ist noch dabei, das Ganze reinzuladen, zu rendern, fördert ihr mal kurz einen Absturz oder es hängt sich gerne mal auf und ist dann für mehrere Minuten nicht irgendwie bedienbar. Deswegen lasst ihn arbeiten, bis er alles hat und dann könnt ihr loslegen. Wir haben nun unser erstes Video reingezogen. Wir sehen hier eben die Vorschaubilderchen sowie hier eine Wellenlinie. Dies ist natürlich unsere Audiospur und unsere Videospur. Wenn wir auf das Video drauf fahren, erhalten wir hier so verschiedene Bobbles, wo wir dann nachher was dran verändern können.
als auch das ganze Ding hat sich momentan blau gefärbt. Wenn wir das anklicken, färbt sich das Ganze auf einmal gelb, wenn wir es damit markiert haben. Wir haben nun auch in der Timeline zur linken Seite noch ein paar Icons frei bekommen, die hier unten ausgegraut sind, weil nichts drin ist. Wir haben hier zum einen die Möglichkeit, die Timeline anzuzeigen, maximieren, minimieren, sowie das Ganze auf Solo zu schalten, also dass nur diese Linie momentan in unserem Vorschaufenster aktiv ist, als auch nach einem Rendervorgaben, wenn wir das möchten. Wir können sie ein- und ausblenden. Wir können hier die Bilddurchsichtigkeit steuern oder auch die Helligkeit so ein bisschen, weil wir momentan im Hintergrund nichts laufen haben, sehen wir später. Wir können hier die Lautstärke des Audio-Files auf der Spur anpassen, also die komplette Spur leise drehen und sonst eigentlich mehr momentan nichts. Der Vorteil an komplett Magix zu anderen Videoprogrammen ist ganz einfach die Sauberkeit der Timeline. Denn Audio und Video können sich alle Spuren teilen. In anderen Programmen ist es so, wie bei Sony Vegas zum Beispiel, dass Audio und Video strikt getrennt ist und keine Audiodatei auf eine Videospur darf. Hier in Magix Video kann alles auf alles, weil man kann ja selbst entscheiden, wo man was anzeigen lassen möchte und dementsprechend kann man selber dafür sorgen, dass es aufgeräumter aussieht. Also haben wir hier momentan standardgemäß Audio in Video drin. Das ist eben unsere einzigste Audiodatei. Wer dementsprechend auch damit zu tun hat, Sprachen aus Audiodateien herauszufiltern und anzupassen und so, der wird mit dieser Anzeige hier nicht glücklich. Deswegen empfehle ich vor allem auch für Anfänger zum einen mal einen Rechtsklick drauf zu machen und hier die Audiofunktion anzuwählen und dann Audio und Video auf separaten Spuren auszuwählen. Nun wird die Video- und Audiospur getrennt in zwei Timelines aufgeführt und ist für die Bearbeitung etwas einfacher. Wer mit wirklich sehr vielen Videoclips zu kämpfen hat, der kann es auch wieder auf eine draufziehen und spart dementsprechend ein bisschen Platz, kommt vielleicht ein bisschen besser zurecht. Wir können es auch wieder zurückgängig machen, wenn uns das hier jetzt nervt. Wir können es auch später in der Bearbeitung wieder rückgängig machen. Aber ich sag mal so, für mich selbst ist es so angenehmer. Nun können wir eigentlich mal mit der Bearbeitung unseres ersten Videos beginnen. Wir haben hier so einen orangenen Cursor, das ist unsere momentane Stelle im Video, wo wir sind. Die können wir auch dementsprechend hier so ein bisschen rumziehen, wie wir das möchten. Und ich möchte jetzt sagen, hier möchte ich jetzt einen Schnitt setzen. Hier möchte ich jetzt aus diesem einen Video zwei machen. Dazu klicke ich hier einfach auf diese Rasierklinge oder drücke die Taste T. Rasierklinge ist jetzt ein bisschen komisches Ding. Normal gibt es eine Schere, aber hier ist es jetzt so eine Rasierklinge. Wähle ich das aus und zack, hat es mir aus meinem einen Videoclip zwei gemacht. Sehen wir daran, dass ich den hier jetzt wegziehen kann und den auch frei bewegen kann. Zu beachten ist natürlich auch immer, wenn ihr eine Videodatei schneiden möchtet und sämtliche anderen, die darunter befinden, weil wir können das jetzt hier so mal hier hinziehen und ihr möchtet diese Dateien hier unten oder so nicht schneiden, dann müsst ihr auf jeden Fall die Datei erstmal davor markieren, dann den Cursor irgendwo hinsetzen. Und wenn ihr dann auf Schneiden klickt, schneidet ihr nur die Datei. Wenn nichts markiert ist und ich drücke wieder auf Schneiden, wird komplett alles an dieser Stelle durchtrennt. Und ihr habt dementsprechend 1 Million kleine Dateien dann irgendwann am Ende. Und das ist blöd. Deswegen immer eine Datei markieren und dann schneiden. Es sei denn, ihr möchtet es so. Nun habe ich mir vorgenommen, wir brauchen eine andere Stelle noch. Was haben wir denn hier im Video? Ja, nehmen wir hier mal die Rampe hier so. Genau, so kurz vor dem Absprung. Und das hier möchte ich weghaben. Dazu drücke ich einfach meine Entfernen-Taste auf der Tastatur. Boing, weg ist es. Nun habe ich hier wieder zwei Video-Files drin, die ich hier hinschieben kann. Und dann, wenn ich das hier so angucken möchte, jetzt mache ich kurz die Audiospur ein bisschen leiser, sonst ist das komplett hier laut im Tutorial. So, wenn ich jetzt hier Play drücke, dann spielt er mir das Video ab und oh, zack, geht es mit einer anderen Stelle weiter. Ist nicht ganz so cool. Sieht auch nicht ganz so cool aus. Deshalb ziehen wir einfach mal für einen Basic-Übergang das ganze Ding hier übereinander.
Ihr seht, hier entsteht jetzt so ein X-Kreuz drin. Das bedeutet einfach, der blendet hier das eine Video aus und das andere ein. Und wenn wir das Ganze dann wieder angucken, dann blendet er das hübsch so überein. Ruckelt nur bei der Vorschau gerne mal. Das hat er eben das Programm so ein bisschen an sich. Können wir leider jetzt nicht so ändern. Ist aber nachher im Endprodukt an Video schön flüssig. Die Übergänge bzw. Ein- und Ausblenden an sich können wir nicht nur so machen, sondern ihr seht hier auch die Zipfel hier, die hier immer so aufploppen, wenn ich auf die diverse Videoprojekte gehe. Mit denen können wir dieses Einblenden auch machen. Wir haben hier am Anfang so einen Videozipfel, den ziehen wir ganz einfach und dann wird das Video auch dementsprechend automatisch eingeblendet. Wunderbar, ne? Ihr seht auch, automatisch passiert das hier mit der Audiospur, weil das Video eben mit der Audiospur verknüpft ist. Dementsprechend werden diese Sachen auch automatisch übernommen. Wer das nicht haben möchte, sollte die Audio- und die Videospur voneinander trennen. Wie das geht, ist aber wieder so eine fortgeschrittene Methode. Ebenfalls haben wir hier in der Mitte so ein paar Zipfel. Damit können wir das Video so ein bisschen durchsichtiger bzw. dunkler machen, als auch mit der Audiospur das Ganze etwa leiser oder lauter oder eben angepasst. Das Verschieben des Zipfels für den einen Videoclip hat eben Auswirkungen nur auf diesen einen Videoclip und hat dementsprechend nicht die Auswirkungen auf die komplette Timeline-Linie. Deshalb könnt ihr damit die Videoclips anpassen, dass es etwa auf derselben Lautstärke ist. Kommt zum Beispiel vor, wenn ihr irgendwelche Game-Aufnahmen oder sonstiges macht und die Lautstärke davon eben unterschiedlich ist. Selbst wenn ihr euch selber mit einem Mikro aufnehmt, könnt ihr dementsprechend euer Mikro wieder passend laut stellen, weil die sind ab und zu gern mal etwas leise und dann seid ihr gut verständlich für euer Video. Ihr habt dementsprechend auch gesehen, dass ich sehe Standard so etwa auf der Hälfte. Wenn ich das jetzt nach ganz oben drehe, habe ich eben einen Verstärkungsfaktor noch mit dabei. Das ist relativ cool an Magix, dass sie das reingebunden haben. Nun möchte ich jetzt zum Beispiel hier die Stelle etwa bis hierhin und möchte wieder das Video schneiden. Dieses Mal habe ich kein Video markiert, nur das hier vorne, das ist jetzt markiert, aber der Cursor befindet sich nicht an der Stelle. Drücke dennoch auf Schneiden und mein Video wird hier eben geschnitten, denn der Schnittpunkt findet immer da statt, wo der Cursor sitzt. Ich habe hier auch keine weiteren Videomaterial-Zeugs drunter, dementsprechend konnte ich das jetzt auch ohne Markierung problemlos schneiden. Diesen Teil möchte ich weg haben, mache ihn einfach weg und sage jetzt, ich möchte ein zweites Video noch drin haben. Ziehe also ein zweites Video hinein, dann rendert er kurz hier die Vorschaubilder sowie die Vorschau an sich, dass das relativ flüssig stattfindet. Dann kann ich hier wieder auf meinem Video drauf rumklicken. So, braucht kurz, bis er gerechnet hat. Dann fahre ich hier so ein bisschen Chaos drin herum. Kann sagen, ja gut, gucken wir mal, was wir da noch ein bisschen haben. Ja, machen wir hier das so etwa an der Stelle. Schneide ich das Ganze, füge das da vorne weg. Das wollte ich dann nicht. Gehe wieder zurück zu meinem Video. Und jetzt möchte ich davon wieder die zwei Spuren haben, um die Audiospur anpassen zu können. Wähle das so aus und wähle das Ganze hier so rein. So, haben wir einen hübschen Übergang zu den verschiedenen Videos. Und dann war es das. Wer einen anderen Übergang machen möchte, der hat hier so ein kleines Icon. Kann er anwählen. Dementsprechend sind ja ein paar Standardblenden angegeben. Je nachdem, was ihr für eine Magix-Video-Version habt, sind das mal mehr, mal weniger. Ihr habt auch wieder die Möglichkeit, hier über Blenden dementsprechend nochmal mehrere Blenden auszuwählen. Wir sagen ganz einfach, wir möchten das Video etwa bis hierhin laufen lassen. Sagen hier wieder einmal schneiden. Okay. Und blenden das Video hier an dieser Stelle wieder aus. Das ist eigentlich so die normale Arbeit für irgendwelche Game-Videos oder für irgendwelche Hobby-Heim-Videos. Denn die erfordern ja nicht unbedingt die größte Arbeit. Nun möchte ich allerdings haben, dass hier am Standard gleich mal so ein Titel angezeigt wird, vielleicht von welchem Video es sich handelt oder nicht. Darum sage ich einfach hier bei Titel einmal rein und habe hier nun die Möglichkeit, ein paar Vorgaben auszuwählen. Wir haben hier Standardtitel,
Wir können diese auch anzeigen, indem wir hier auf den kleinen Play-Button klicken. Wir sehen hier in unserem Vorschaufenster endlich mal, dass es zum Einsatz kommt, wie der Titel denn aussieht. Wir haben hier zum Beispiel auch 3D-Effekte. Sieht dann dementsprechend etwas lustiger aus. Na, komm. Sieht dann dementsprechend so aus. Wir haben auch natürlich irgendwelche Drehungen, Schriftarten, irgendwelche Kombinationen und Bauchbinden und so weiter. Da liefert Magix einige schöne Vorlagen, die ihr auch gerne anpassen könnt. Wir nehmen beispielsweise hier einfach mal fürs Tutorial eine Bauchbinde, einfach blau. Ziehe ich die nun einfach hier rein, das funktioniert nämlich, einfach reinziehen, Drag and Drop an die Stelle, wo ich möchte das hier. Und dann bekomme ich hier im Vorschaufenster, nicht wie in anderen Programmen in einem Extrafenster, sondern direkt im Vorschaufenster arbeiten wir jetzt und kann dementsprechend den Text anpassen. Wir sagen hier einfach mal ABC, 1, 2, 3, von wegen, ja, Buchstaben gehen auch. Dann drücke ich hier auf den kleinen Haken und schon sind wir fertig. Wir sehen jetzt auch, weil wir hier einen besonderen Text haben, dass wir mehrere Timeline-Spuren jetzt benötigen. Wir haben hier eben die verschiedenen Effekte von dem Text und hier schlussendlich den Text. Sollte der uns nicht passen, einfach wieder Doppelklick drauf. Wir haben hier wieder die Anpassungsmöglichkeit des Texts, als auch hier jetzt zur rechten Seite die Textschriftart sowie Größe sowie Position, Fett, Kursiv, unterstrichen mit Schatten und so weiter und so fort. Dementsprechend könnt ihr euch das alles so anpassen, wie ihr möchtet. Und wenn wir nachher das Video komplett ansehen, dann sehen wir auch, der Text wird dementsprechend hier eingeblendet, hier jetzt mit einem blauen Hintergrundbild. Das möchte ich nicht, mache das einfach hier auf weg und schon ist es dementsprechend weg. Aber kompletter Text, warum? Weil die Dinger immer vorgegeben sind. Dementsprechend nicht ganz so ideal für jeden. Wer einen Standardtext haben möchte, macht es einfach wieder weg, geht hier auf Standard und wählt zum Beispiel hier den normalen Standardtext aus. Mal wieder an dieselbe Stelle, ABC 1, 2, 3. Dann sagen wir wieder auf OK. Wir können hier jetzt auch den Text frei anpassen, wo er hin soll. Wir sagen hier einfach, der soll oben hin. Wir können das Ganze nochmal mit Doppelklick markieren. Machen das Ganze zum Beispiel jetzt hier in der Farbe Orange. Okay. Okay. Und dann haben wir das. Wenn wir jetzt uns das Video hier ansehen, dann sehen wir, oh, kein Text. Wieso? Ja, weil wir ganz aus Versehen hier auf diesen hübschen, auf dieses hübsche Icon drauf geklickt haben. Und zwar schaltet das Bild in Spur 3 aus. Deshalb müssen wir einfach draufklicken. Der Text ist wieder an. Also habe ich hier euch schon mal demonstriert, was die zwei Icons hier zu tun haben. Und wenn wir uns das Video jetzt wieder angucken, dann haben wir hier den Text 1, 2, 3. Wow! Das ist schon mal cool. Er sieht noch nicht ganz so gut aus mit Einblenden. Das funktioniert dann auch wie bei den Videos. Wir haben hier wieder die Zipfel ein- und ausblenden. Wer möchte, hier sind auch wieder die Effekte mit drin. Das bezieht sich nämlich dann auch auf Titel. Und dann sieht das Ganze schon besser aus. Wem der Text etwas zu klein ist, der kann das Ganze hier an den Zipfel sogar noch größer ziehen. Und dann sieht das Ganze doch vielleicht schon cool aus. So, kommen wir nun noch ein wenig zur Videobearbeitung. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Video eben anzugucken und sagen, oh, hier fliegen wir ja in der Gegend rum. Moment, das wollte ich mir mal genauer ansehen. Schau mir das an. Oh, okay, das war doch ein cooler Effekt. Naja, vielleicht habe ich hier an der Stelle doch ein bisschen schlecht geschnitten. Hier möchte ich ein paar Sekunden mehr haben. Dann ziehe ich hier einfach das Video an dem unteren Zipfel wieder nach links. Und kann dementsprechend wiederherstellen, was ich vielleicht falsch geschnitten habe. Das Ganze funktioniert hier auch mit dem Wegschneiden. Das ist relativ einfach hier. Also hier an den Zipfeln ziehen und ihr könnt wieder wiederherstellen oder rumschneiden, wie ihr möchtet. Dementsprechend schieben wir das Ganze wieder etwa hier so hin. Dass wir das ein bisschen genauer machen können, müssen wir da ein bisschen reinzoomen. So, das langt an Übergang. Und dann fliegen wir hier so wunderhübsch durch die Luft. Das hätte ich jetzt gerne in einem Slow-Mo-Effekt. Okay, kein Problem. Wir nehmen uns hier die Stelle, die wir möchten, etwa hier, schneiden hier. Dann gehen wir hin und sagen, wo denn nochmal geschnitten werden soll, hier, wo wir wieder landen. So, etwa hier. Nochmal schneiden. Und dann haben wir hier
diese kleine Videodatei. Gehen wir mal ein bisschen raus, denn jetzt brauchen wir ein bisschen Platz. Ziehen wir diese hier ein bisschen zurück, wählen diese an und gehen hier auf Effekte. Hier wählen wir nun bei Videoeffekte aus, indem wir ein bisschen runterscrollen, Geschwindigkeit. Das ist unser Slow-Mo bzw. Speed-Effekt. Hier haben wir leider nur vorgegeben, die Möglichkeit, das Bild auf die Viertelgeschwindigkeit des Originalvideos zu drehen, als das Ganze um die vierfache Geschwindigkeit zu verschnellern. Wir ziehen also hier einfach den Regler rum auf langsamer und wir sehen automatisch, er zoomt jetzt automatisch halt rein, das Video wird länger. Wenn wir reinzoomen oder das ganze Ding schneller machen, wird das ganze Ding eben kleiner. Ihr könnt den Wert dementsprechend auch manuell anpassen, indem wir den hier hinten ändern. Wir sagen einfach, wir hätten es gerne hier so etwa auf 0,6. Ich will aber wirklich 0,6, mache eine 0 draus, drücke Enter, dann ist es drin. Wir sehen ja auch die Frame-Angabe, was er nachher hat. Das macht er dementsprechend automatisch, wenn das Video eben nicht genügend Frames liefert, aber fällt nachher am Ende nicht ganz so gut auf, weil Magis kann das relativ gut unterdrücken. Nun ziehen wir das Video, was wir hier noch haben, wieder hin und schon haben wir einen coolen Slow-Mo-Effekt, wenn wir uns ansehen. Dann haben wir hier den Übergang zum Slow-Mo. Wir fliegen langsam durch die Luft, landen wieder und schnell geht's weiter. Wer noch einen coolen Audio-Effekt drunter knallen möchte, kann das hier auch tun. Einfach drunter setzen, fertig. So, sieht doch schon mal relativ cool aus. Jetzt möchte man zum Beispiel noch ein anderes Videostück hinzufügen, was wir noch mal im Video haben. Doch ich möchte das jetzt hier nicht ungern schneiden, weil es schon perfekt aussieht. Einfach wieder auf Import gehen, die Datei noch mal reinziehen. Die kennen wir ja schon, deswegen braucht er nichts rendern. Kann mir hier eine Stelle suchen, zum Beispiel wenn ich hier im Menü rumklicke. So. Gehen wir einfach mal vielleicht davon aus, dass es eine Webcam, wenn ihr mit Webcam spielt oder eine andere Zwischenaufnahme an derselben Stelle und ziehen diese hier hin. Einfach mal hier hin. Wenn wir das so ansehen, oh verdammt, das liegt jetzt wieder komplett drüber. Blöd. Nicht blöd, sondern das ist ganz einfach aufgebaut. Alles, was hier weiter nach unten kommt, kommt vor allen anderen, was drüber liegt. Ist zwar ein bisschen verkehrt rum, sage ich mal, aufgebaut, aber man gewöhnt sich dran. Heißt einfach, alles, was hier oben in der Reihe 1 sich befindet, ist auf der ganz hintersten Schicht. Eine Schicht davor kommt Linie 2, eine weitere Schicht davor Linie 3, eine weitere davor 4 und so weiter und so fort. Ihr versteht sicher, was ich meine, ne? Sehen wir auch dann. Denn jetzt haben wir momentan das markierte Video als Vollbild. Und das ist momentan vielleicht ein bisschen blöde. Ich möchte jetzt zum Beispiel das Bild hier klein haben, weil ist meine Webcam oder eben eine Zwischenaufnahme oder was weiß ich. Oder vielleicht nur ein Foto. Das kann natürlich auch sein. Deshalb gehen wir wieder auf Effekte, gucken, dass das hier markiert ist und gehen jetzt nach unten und sagen hier Bewegungseffekte und gehen hier auf Position / Größe. Hier haben wir nun die Angaben zum Video, welche Auflösung das Video hat und so weiter. Die sind die Voreingaben hier bezogen, sind also nicht die Angaben vom Video, also was das für eine Auflösung hat, beziehungsweise Bild, sondern sind die Vorgaben vom Video, was wir ganz, ganz am Anfang festgelegt haben. Also hier haben wir auch wieder unser Full-HD-Format. Das Video hat kein Full-HD-Format, wenn ihr euch daran erinnert. Um jetzt das Ganze anzupassen, haben wir hier so einen gestrichelten Rahmen drum bekommen mit so ein paar Zipfeln. Einfach ziehen. Irgendwo dahin. Also wir haben zum einen hier den Haken gesetzt für Proportionen beibehalten. Dementsprechend verzerren wir nichts. Einfach irgendwo hinziehen. Sagen wir, wir ziehen das hier hin. Möchten das Ganze so ein bisschen, ja, nicht ganz auf den Kopf drehen. So ein bisschen schräg. Vielleicht cool, ne? Etwa dahin. Und ja, schon haben wir das dahin gezogen. Und unser anderes Video ist wieder schön zu sehen. Wenn wir das dann hier abspielen, dann sehen wir auch dementsprechend beide Videoclips arbeiten wunderbar miteinander. Könnt ihr dementsprechend auch mit Bildern machen oder mit anderen Videoclips. Da ist euch keine Grenze gesetzt. Bei Bildern könnt ihr auch zum Beispiel animierte GIF-Bilder nehmen. Das kann das Programm nämlich auch erkennen und verwenden, was ganz cool ist.
und ja, freie Auswahl wieder gegeben. Dementsprechend machen wir das Ganze hier mit Ein- und Ausblenden noch, dass es etwas hübscher aussieht. Und ja, dann war es das. Nun fügen wir hier am Ende vielleicht noch einen Titel ein, von wegen jetzt hier ist Ende. Da können wir hier einen 3D-Lauftext nehmen. Hier kommt das Ende. Schade. So, drücken auf OK. Das ist zwar jetzt ein Standardtext, hat aber einen Effekt mit drin. Und dann sieht das Ganze eben so aus. Wir blenden aus und dann kommt hier unser Abspanntext, like Star Wars. Und dann war es das auch damit. Und wir sagen jetzt hier unser cooles kleines Basic-Video, was wir jetzt zusammengeschnitten haben, reicht uns. Doch das passt noch nicht ganz so, wie wir es jetzt momentan haben, denn wir haben hier oben noch einen blauen Balken. Dies ist unser Render- und Vorgabebalken. Dieser packt sich gerne mal rein und ich mag ihn selbst nicht so wirklich. Deswegen drückt ihr einfach rein, bis der verschwindet. Einfach Doppelklick reinmachen, bis der verschwindet komplett. Damit setzt nämlich Magix automatisch den Vorgaberenderbereich von 0 Sekunden bis zur letzten Videodatei oder überhaupt Datei im Video, was hier an dieser Stelle unser Abspanntext ist. Was für die Bedienung einfacher ist, denn wir setzen hier einfach unser letztes Video hin, denken nicht viel dabei und hier wird auch automatisch der Schlusspunkt gesetzt. Wird der blaue Balken gesetzt, was wir hier machen können, wird er beim Video rendern nur automatisch ab diesem Punkt bis zu dem Punkt, wo er aufhört, rendern. Alles, was davor und dahinter kommt, ist ihm scheißegal. Deshalb mein Tipp, guckt, dass der weg ist, weil der stört mehr, als er sinnvoll ist. Gut, ja, würde ich einfach sagen, unser Video passt soweit. Nun müssen wir vielleicht noch ein paar, ja, Audio-Effekte anpassen, indem wir hier das vielleicht ein bisschen leiser machen, weil hier in der Spur haben wir kein Audio. Deswegen, wer es mitdenkt, das ist total egal. Hier haben wir eben die Audio sowieso ein bisschen runtergesetzt und weil hier Audiospur noch drin ist und jetzt kommt das. Hier ist es zwar mit Videoüberlagerung so, dass das, was alles drunter kommt, immer vorrangiger abgespielt wird, beziehungsweise vorgesetzt wird, als das, was drüber ist. Allerdings bei Audio müssen wir das anders denken, denn Audio wird immer abgespielt. Egal auf welcher Reihe das ist. Audio wird immer abgespielt und immer in der Originallautstärke, so wie es im Video eben drin ist. Da wir hier zwei Audioclips haben und sich das ziemlich bescheuert anhört, wenn wir mit zwei Gameclips auf einmal zwei Audiospuren auch haben, werden wir hier diese Linie komplett stumm schalten. Entweder wenn wir den kompletten Regler von Audio nach unten ziehen, was dementsprechend dummerweise auch Auswirkungen auf das Video hat, deswegen machen wir das nicht, als dementsprechend auch das Ganze entweder hier leise drehen oder hier einfach auf stumm schalten. Vorteil hier von dem Knopf, hier wird eben nur die Audiospur stumm geschaltet und nicht die Videospur. Und hier könnten wir dementsprechend die Videospur, nicht die Audiospur stumm schalten. Dementsprechend haben wir jetzt nur noch eine Audiospur. Das ist die von dem oberen Videoteil und die hier unten, die ist jetzt auch stumm. Jetzt passt es eigentlich und wir sagen, okay, ist alles cool, wunderbar. Jetzt möchte ich gerne aus dem Video ein, ja, verwendbares Video haben, wo ich irgendwo hochladen kann. Okay, drücken wir hier oben auf Datei, gehen jetzt auf Film exportieren und nun haben wir die Möglichkeit zwischen ein paar Formaten auszuwählen. Wir haben AVI, TV-AVI, MPEG, MAGIX Videoformat, denn die haben ein eigenes Videoformat gleich noch mitentwickelt, QuickTime Movie, unkomprimiert, was nachher wieder AVI-Format ist. Dann Motion, JPEG, AVI, Einzelbilder können wir rausgeben lassen, Windows Media Export, also WMV und MPEG 4. Dazu haben wir auch noch gleich die Möglichkeit, zum Beispiel nur
eine Audiodatei auszugeben lassen, also MP3, WAV und Export als Blende, sowie einzelne Bilder wie BMP, JPEG und Filmformation als EDL exportieren. Braucht eigentlich keine Sau. Wir wollen natürlich ein Video rausgespuckt haben, deswegen können wir hier Formate auswählen. Meine persönliche Empfehlung für euch sind die zwei untersten: Windows Media Export oder den normalen MP4 Codec. Ich gehe tendenziell lieber auf Windows Media. Zum einen, der spuckt das Programm ein bisschen kleiner aus, bei gleicher Qualität, also weniger Dateigröße, als auch er kommt damit einfach besser klar. Auch beim nachher noch nachbearbeiten sollte mir da was nicht passen. Der MP4 Codec ist genauso gut, allerdings benötigt dieser erneuten Kauf für den MP4 Codec bei Magix, solltet ihr den nicht automatisch schon bei eurer Version dabei haben. Den müsst ihr eventuell bei euch noch einmal neu aktivieren, nur als Info. Die anderen Codecs könntet ihr zwar verwenden, sind aber für meinen Geschmack nicht so gut, als dass ihr auch bei QuickTime Movie zum Beispiel diesen scheiß Apple QuickTime Player braucht. Und wie wir alle wissen, niemand mag Apple, deshalb kann ich den nicht verwenden, möchte ihn nicht verwenden, deswegen beschränke ich mich hier auf die zwei untersten. Wir nehmen hier ganz einfach mal Windows Media Export. Nun erhalten wir so ein kleines hübsches Fenster. Jetzt kommen wir nämlich zur endgültigen Videoauflösung und Qualität, die wir nachher rausbekommen. Wir haben hier ein paar Vorlagen, wenn wir hier alle Anzeigen auch auswählen. Hier haben wir dann dementsprechend wieder Vorlage für 720p, 1080p, normal 4:3 Format oder 3D Film sowie auch nachher 4K. Wir machen hier den Haken weg, weil das brauchen wir alles nicht. Wir belassen es nämlich auf Benutzer definiert. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Auflösung des endgültigen Videoprojekts auszuwählen. Wir können hier irgendwelche kleinen SDR-Formate sowie HD, Full HD bis zu 4K und mehr auswählen. Wer noch was anderes haben möchte, kann hier auf Punkt für Punkt draufklicken und dementsprechend sein Wunschformat auswählen. Magix Video denkt dabei auch mit und falls ihr euch bei der Videoauflösung hier total daneben greifen solltet, passt es automatisch das ganze Zeugs auch wieder an, dass es dementsprechend die richtige Auflösung beibehaltet. Wir haben auch die Möglichkeit, die FPS anzugeben. Wir können das Ganze auch wieder manuell anpassen und sagen, wir wollen genau 60 FPS davon haben. Und dann macht er das auch mit 60 FPS. Das Seitenverhältnis können wir leider nicht ändern, weil das ist auch vorgegeben von der Auflösung hier. Deswegen können wir das nicht ändern. Wenn wir ein anderes Seitenverhältnis haben möchten, dann müssen wir eine andere Auflösung auswählen. Wir haben auch noch die Möglichkeit für die 3D-Optionen, so wie bei Medien, Audio und Video oder nur Audio. Wir wollen natürlich beides, weil ein Video ohne Audio ist nicht so cool und nur ein Audio von Video ist noch weniger cool. Bei Erweitert haben wir nun noch ein paar Sondereinstellungsmöglichkeiten, die weichen je nachdem, was ihr für einen Codec nachher nehmt, ab. Wir haben hier zum einen die Audioeinstellung als erstes, welcher Codec verwendet werden soll und welche Bitrate verwendet werden soll, sowie konstante und variable Bitrate. Wir nehmen für Audio auf jeden Fall konstante Bitrate, um da das beste Qualitätserlebnis zu erzeugen, sowie für Online-Videos etwa 160 bis hoch zu 192 Kilobits. Hier könnt ihr auch die Herzzahl wieder auswählen, also 44.100 kHz oder 48 kHz auf 16-Bit oder wenn euer Soundchip auch 24-Bit erzeugt, ist das dann nachher auch zur Auswahl, braucht aber keiner, also 16-Bit reichen komplett aus. Wir wählen das hier mal aus. Dann haben wir hier unten noch die Video-Encode-Einstellungen. Hier haben wir dann die Möglichkeit, zum einen wieder welcher Codec angewandt werden soll. Ich empfehle hier euch Windows Media Video 9, da dieser am besten funktioniert und das Programm dabei nicht abschmiert, zumindest bei mir. Also belassen wir das hier auf Windows Media 9. Dann haben wir hier noch die Einstellungsmöglichkeit wieder variable Bitrate für die Qualität, variable Bitrate Mittelwert 2Pass sowie Maximalwert 2Pass oder konstante Bitrate. Ich sage einfach mal konstante Bitrate, denn hier können wir die Bitrate manuell besser anpassen.
Wir haben hier jetzt die Voreinstellung von 800 Kilobits. Das ist nicht ganz so viel und ja, erzeugt kein gutes Videoformat. Wer jetzt hier die richtige Kilobitrate einstellen möchte und dementsprechend für ein kleines Video sorgen möchte, sollte ein anderes Tutorial auch von mir noch ansehen mit der richtigen Bitrate für Online-Videos sowie Auflösung dazu. Denn anhand von diesem Tutorial könnt ihr hier jetzt die perfekten Einstellungen treffen. Wir haben jetzt hier vom Tutorial ein 1080p Video, möchten das gerne auf eine Videoplattform machen, also gebe ich ein 7M. Steht hier für 7 Millionen Bytes, was bedeutet 7000 Kilobytes, was einfach eine 7 Mbit Datenrate ist. Ganz einfach. Das ist für YouTube ausreichend und Co., weil für 1080p brauchen wir nicht mehr. Dementsprechend haben wir auch nachher eine gute Bildqualität vom Video. Wir haben dann hier nochmal die Auflösung zur Auswahl. Die haben wir aber ja hier schon im anderen Fenster eingestellt, deswegen ändern wir die nicht, sowie die FPS-Anzahl. Und das Seitenverhältnis können wir hier auch eventuell nochmal zwanghaft ändern. Aber wie gesagt, da lassen wir wieder die Pfoten weg. Das können wir zum einen nicht ändern, weil er wird es dann zum Teil sowieso nicht übernehmen. Zum anderen würde das komplette Bild damit verzogen. Wir haben noch die Iframe-Intervall. Das sind ganz normale Keyframes. Das kennt eigentlich jeder mal, der einen Videoclip auf dem PC geöffnet hat. Und beim Öffnen kommt erstmal ein Farbenwirrwarr und ein Pixelwirrwarr. Und erst so etwa nach einer Sekunde Videospieldauer oder so rafft der PC das Ganze und spielt das Video komplett mit normalem Bild ab. Das sind eben die Keyframes, die gesetzt werden. Jetzt hier alle 2 Sekunden. Alle 2 Sekunden wird das Bild nochmal neu geladen und dementsprechend kommt der Player dann auch wieder mit. Könnt ihr hier setzen. 2 Sekunden wären optimal, 1 Sekunde wäre natürlich perfekt, nur weniger, also mehr und nach oben wäre schlechter, weil dann könnte es dauern, bis dieser Bildfehler eventuell behoben wird und dann macht das Anschauen keinen Spaß mehr. Also lassen wir es bei 2 und dann seid ihr auf der guten Seite. Drücken wir auf OK und damit haben wir unseren Codec eingestellt. Nun können wir hier dem ganzen Ding noch einen Namen verpassen, sollte das nicht passen. Und jetzt solltet ihr auf jeden Fall hier einen Pfad auswählen zu einem Laufwerk mit viel Speicherplatz, denn je nachdem wie lang euer Video ist, braucht ihr einiges am MB Speicherplatz jetzt frei. Ansonsten könnt ihr das Ganze komplett nicht exportieren. Ich habe jetzt hier mein Schnittlaufwerk einfach angewählt, hier in MacExtreme mit meinem Exportordner und dementsprechend kommen da alle Videofiles nachher rein. Wir können hier noch den Haken setzen, ob Dateien sofort überschrieben werden sollen oder ob nachgefragt werden soll, ob die überschrieben werden soll. Ich habe den Haken lieber weg, nicht, dass ich da ein Video, das ich brauche, aus Versehen überschreibe. Dann haben wir hier wieder die Möglichkeit, ob wir jetzt den nur markierten Bereich, also das mit dem blauen Balken hier, exportieren lassen möchten oder komplett alles, was er jetzt hier erkannt hat. Wir lassen den Haken weg, weil wir wollen ja alles haben. Wir haben hier nochmal die Möglichkeit für Anti-Inlays-Filter verwenden, also in Klammern zeigt sie auch an, unterdrückt Zeilen flimmern, finde ich auf jeden Fall gut, warum denn nicht. Ebenfalls die Möglichkeit, wieder Computer nach erfolgreichem Export runterfahren, also wer den Computer noch exportieren lassen möchte, dann weggeht und will, dass der Computer ausgeht, der kann das anhaken, dann geht er alleine aus. So wie auf jeden Fall sollte das bei euch funktionieren, Videoeffekte auf GPU berechnen. Das geht nicht bei allen Systemen. Kommt auch darauf an, was ihr für einen Videotreiber aktuell drauf habt und wie aktuell der ist. Manchmal geht's nicht immer mit dem Ding. Updatet dementsprechend einfach mal euren Grafikkartentreiber. Dann sollte es auf jeden Fall gehen. Was aber bei den Grafikkartentreibern auf keinen Fall funktioniert, sind, wenn ihr die Grafik von eurem CPU-Chipsatz nutzt. Also die Intel HD Graphics oder die AMD HD Dingsbums Graphics oder wie das heißt. Damit funktioniert es auf keinen Fall. Also ihr braucht eine extra Grafikkarte, dass das funktioniert. Ihr habt auch noch nachher die Möglichkeit, ob er nach Export die Datei automatisch wiedergeben soll.
Und wohin? Also zum Beispiel auf Bluetooth spielen, auf eine DVD oder CD brennen. Oder wer dieses Bullshit-Programm Apple iTunes drauf hat, kann es auch gleich damit wiedergeben lassen. Brauchen wir aber so momentan nicht. Wir klicken jetzt auf OK. Dann bekommen wir hier nochmal die Information, dass die aktuelle Voreinstellung vom Film mit zum Beispiel hier jetzt 59,94 FPS ist und der Export hat 60. Liegt einfach daran, dass wir eben die Voreinstellung dementsprechend gesetzt haben. Dieses Fenster können wir aber gerne mal ignorieren. Sagen hier auf Weiter. Wer es anpassen möchte, sagt nochmal Export anpassen oder Film anpassen. Gehen wir weiter. Und schon legt er los mit dem Export. Wir sehen dann nachher auch an der CPU sowie GPU-Leistung, dass diese jetzt nach oben geht, vor allem die CPU-Leistung. Wir sehen hier, wie lange er schon gebraucht hat. Wir sehen hier etwa wirklich, wie lange er noch brauchen wird. Die Zeit stimmt meistens gut, die er vorberechnet. Wir sehen hier, an welcher Sekunde er momentan im Film ist, die Framerate, wie groß Video und Audio ist und wie viel Festplattenspeicher er noch zur Verfügung hat. Wir sehen auch, wenn wir hier auf Vorschau gehen, an welcher Stelle er im Video gerade ist. Also das ruckelt zwar jetzt so ein bisschen, weil er nicht jedes Frame automatisch dort anzeigt, weil er lieber mehr an dem Export selbst arbeitet als die Vorschau. Und dementsprechend ruckelt es ein bisschen. Nun sagen wir, naja, es ist vielleicht schon spät am Abend, was jetzt hier auch im Tutorial im Fall ist. Ja, 1.11 Uhr in der Nacht ist vielleicht ein bisschen spät für manche, für mich noch ein bisschen früh. Dementsprechend möchte ich jetzt den Export doch nicht fortführen und sage hier einmal abbrechen, weil der PC ist vielleicht laut und ich möchte jetzt schlafen und das soll jetzt nicht anleihen. Ich mache morgen weiter. Okay, kein Problem. Wir sagen ganz einfach hier Datei, speichern unter, also Projekt speichern unter, geben dementsprechend ein Verzeichnis an, wo das Ganze gespeichert werden soll. Ist jetzt hier Stand eben so angegeben. Wir können hier unten nochmal den Namen des Projektes ändern, wenn wir möchten, drücken auf Speichern und ja, unser Projekt ist gespeichert. Wenn wir dann auf Öffnen wieder gehen, sehen wir hier auch wieder das Projekt. Können wir ganz einfach öffnen. Wir sehen jetzt hier, das Projekt hat eine Größe von 335 Kilobyte, ist also nicht viel. Und wenn wir das Ganze hier wieder öffnen, dann sagt er zwar, hier aktuelles Projekt ist offen, ob wir das in ein neues Projekt einfügen möchten oder aktuelles Projekt schließen möchten. Wir sagen einfach mal aktuelles Projekt schließen. Ist ja egal. Und tada, wir haben unser Projekt wieder da. Somit können wir den Export zum Beispiel nochmal neu machen lassen. Geht zwar von vorne los, aber ja, das müsste es uns ja dann wert sein, wenn wir schon auf Abbrechen gedrückt haben. Das waren jetzt etwa die Basic-Einstellungen zu Magix Video Pro X6 hier oder zu eurem Magix Video. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt eure eigenen kleinen Videos damit schneiden. Sollten Fragen da sein, dann schreibt die gerne mal in die Videokommentare. Schaut auch dementsprechend nach, ob eure Frage dort nicht schon drin steht, was des Öfteren ab und zu der Fall ist, dass eben Fragen 10 oder 20 Mal da reingestellt werden, obwohl die schon 5 Mal da drin bearbeitet und beantwortet wurden. Dementsprechend schaut erstmal nach, ob es da drin steht. Wenn nicht, schreibt sie gern rein. Und ich hoffe, dass ich sie euch so gut wie möglich beantworten kann. Bin zwar auch nicht total der Profi im Programm, aber ich benutze es jetzt schon seit ja wirklich 10 Jahren, dementsprechend auch mit noch älteren Versionen, aber ja, kenne mich damit schon ein bisschen aus. Hier ist es auch wieder gegenseitige Hilfe gut angewiesen, also wenn jemand das Tutorial ansieht, der schon ein bisschen Ahnung von dem Programm hat, der kann dementsprechend auch den anderen Usern helfen. Wäre sehr nett, wenn er das auch tut. Wenn das Tutorial geholfen hat, Däumchen nach oben, weil es war jetzt doch einiges an Stunden Arbeit, was hier drin steckt, auch zu schneiden. Und lasst eventuell ein Abo, wenn ihr möchtet, dass ihr immer auf dem aktuellsten Stand bleibt. Empfehlt mich natürlich euren Freunden weiter, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dass diese auch irgendwann so klug werden wie ihr. Und ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Videoschneiden und beim Exportieren. Vielleicht sehen wir ja dann irgendwann auf den Videoplattformen eure Meisterwerke oder vielleicht auch mal im Fernsehen oder Kino.
Wer weiß das schon? Und ja, bis dahin, haut rein.